Streamerin, ja. Okay. Die ist krank geschrieben, weil sie sich die Hand gebrochen hat, ja. Ja. Also kann sie nicht streamen, ja. Ja. Ist jetzt auch schon länger krank geschrieben. Klar, so eine gebrochene Hand wird nicht so schnell wieder gesund. Wie das da dann mit hier Geld aussiehst, ab wann du oder ob du überhaupt von der Versicherung Geld ziehst. Okay. Als Streamer. Ja. Weil du hast ja, selbst wenn du selbstständig bist, anscheinend ab einer gewissen Krankheitszeit. Ja, kommt auf an, ob du privat oder gesetzlich versichert bist. Ja, bist du als Selbstständiger nicht immer privat? Nein, du kannst als Selbstständiger kannst auch freiwillig gesetzlich versichert sein. Das stimmt, ja. Deswegen liege ich dir schon doch schon die ganze Zeit in den Ohren, dass Selbstständigkeit so teuer ist. Ja, hast du gesagt, wenn du, wenn du gesetzlich versichert bleiben willst. Ja, ab wann kriegst du da dann? Ab 6 Wochen. Ja, genau. Und sie ist ja Streamerin, ja? Ja. Und sie wird ja höchstwahrscheinlich selbst nach 6 Wochen noch Geld bekommen, weil manche doch den Zap durchgehend laufen. Ja. Es wäre mir recht interessant zu wissen, wie das dann mal geregelt ist. Und ja, wahrscheinlich auch nicht anders. Wahrscheinlich, wenn du sechs Wochen lang krankgeschrieben bist, ganz normal. Aber ich meine, 6 Wochen krank geschrieben, also das musst du auch erstmal schaffen. Ja, die hat eine gebrochene Hand. Ja, ich meine, selbst mit einer gebrochenen Hand kannst du doch nach bestimmt 4 Wochen wieder was machen. Ich meine, zum Zocken. Ja, also, ja, sie darf, kann anscheinend ihre eine Hand nicht zum Zocken verwenden. Naja. Also, die hebt die eine Hand auch die ganze Zeit immer so nach oben. So, werde ich am Mittwoch noch mal richtig Gas geben, was die Arbeit angeht, wegen Schreiben, weil ich ja eh vor 15, 16 Uhr eh nicht in Black Desert rein kann. Mhm. Oh, Henny, weißt du, was ich mir da gerade so denke? Hm? Du kannst für 10 Euro kannst du 110 Millionen Silber kaufen. Du kriegst es geliefert in unter 24 Stunden. Ja. Und wie machst du in unter 24 Stunden 110 Millionen Silber? Mit dem Account, den du nicht kennst. Wie willst du das machen? Ja, musst du denn die Account-Daten geben, oder? Ja, ja, klar, ja. Also ich würde es natürlich im Leben nicht machen, weil dein Steam-Account hängt da auch noch dran, also lieber nicht. Weil wenn du das Steam gekauft hast, brauchen die ja den Steam-Account und dann hast du echt verkackt. Ich weiß ja nicht, wie die das machen, aber... Also ich würde es auf jeden Fall nicht tun. Aber es ist trotzdem interessant, weil in 24, wie willst du in 24 Stunden 110 Millionen kriegen? Ich meine, du kannst dich da ja auch mit einem Level 50er eintragen. Ja, geht's auch niedriger? Nee, es geht nur Level 50. Ja, da hast du die gescherte Beute. Ach so, ah ja, stimmt, dann habe ich jetzt gerade gar nicht gedacht. Ja, logisch, ja, so, ach so, stimmt. Ja gut, wenn die alle High-End-Level sind und schleifen dich irgendwie mit und geben dir dann die ganze Zeit die gescherte Beute, ja gut, klar, ja, logisch. Ja, das geht. Aber was halt dann auch die Frage ist, die verlieren dann 110 Millionen, als ob... Was? Jetzt weiß ich, wie sie es auch machen können. Die gehen einfach farmen in so einem wirklichen High-End-Bereich. Ach, das muss nicht mal sein. Guck mal, die könnten farmen gehen. Ja. Oder kannst du bei dieser Vorbestellung im Marktplatz utopische Preise angeben? Selbst wenn du nur einen Schluck Wasser kaufst. Ja gut, aber wenn dann einer Wasser verkauft,
Hä, was soll das bringen? Nein, du machst auf irgendeinen Gegenstand eine Vorbestellung, ja? Der nicht drin ist. Ja. Für 110 Millionen. Ah ja, okay. Und dann droppst du halt mit dem geliehenen Account irgendwas, was halt nicht im Marktplatz ist, und der andere hat dann eine Vorbestellung von 110 Millionen. Ja gut, aber da kannst du auch genauso gut Pech haben, weil wenn dann irgendeiner von allen Servern, weil der Marktplatz wird über alle Server geshared, wenn dann irgendeiner das droppt, dann bist du ja voll am Arsch. Ja. Ey, das ist ja da auch kacke. Ja, aber die müssen ja trotzdem irgendwie das Geld erst verdienen, weißt du? Ich meine, das Geld rauskriegen. Weil die werden wohl schlecht Ressourcen im Wert von 110 Millionen farmen. Ja, das glaube ich auch, dass sie das machen. Ja doch müssen sie eigentlich. Oh, ich bin Kochenlehrling 7. Cool. Wow, ich will eine Grafikkarte. Henning, ich auch. Aber Henning, da wird nichts draus. Kostet eine 1080, wird schon wenig. Da könnte man nachgucken. Wahrscheinlich schon deutlich weniger. Eigentlich hättest du über die Videoseite müsstest du nur mal schauen, oder? Ja. Bei dir haben es bestimmt schon aktualisiert. Das weiß ich aber. Boah, gibst du nicht. Mo, du kannst es auf der Nvidia-Seite auf Vorbestellen klicken. Was? Sobald du auf die Nvidia-Seite gehst. Ja, Mo. Hey, wieso kann ich denn keine Jagdwaffe anlegen? Wenn ich auf Kaufen gehe und auf GeForce gehe, zeigt er mir nur 270er an. Weil die 20er Reihe meine ich. Ich mach Rechtsklick auf die Flinte, ihr erfüllt nicht die Voraussetzung für die Verwendung dieses Gegenstandes. Ich hab den doch gerade durch die Quest gekriegt. Guck mal drauf, was da steht. Ja, da stehen keine Voraussetzungen. Wo stehen denn die normalerweise? Ich hab die ganze Beschreibung dadurch. Komisch. Verfügbar ab Stufe 30. Hoffentlich ab Stufe 30 Jäger. Das gibt's gar nicht. Ah, doch, gibt's leider. Könnte ich hier nicht mal einen verfickten Preis zeigen? Achso, muss jetzt ein Schlachtermesser anziehen, dann geht's. Was? Man kann es anscheinend nur mit Schlachtermesser ausrüsten. Wow. Die 1080, ja? Out of stock. Cool, oder? Ja, klar. Wow, die TI ist derzeit nicht vorrätig. Haha. selbst die 10er Generation.
Alter, Henning, ich muss ja gerade Elche erschießen. Keine Rentiere. Ja, das sind Rentiere eigentlich. Aber die mit der Muskete zu schießen macht echt Spaß. Also ein wilder Braunbär, den wollen wir jetzt nicht. Mit der Muskete schießen macht echt Laune, das muss man ausprobieren. Macht so schön Kabumm.